Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute aus unseren Locals, dem Funtame in München. Zwar mit einer kleinen Berichterstattung vom Summer Cup Finale. Also der Summer Cup war eine Turnierreihe, die in den Sommerferien im Funtame stattgefunden hat. Dort haben jede Woche 2 Turniere stattgefunden und die ersten 2 haben sich dafür qualifiziert. Und falls jemand schon eine Quali hatte, wird das natürlich runtergereicht. Und das Finale ist halt heute und wir berichten halt ein bisschen davon, kleiner Vlog. Kleine Berichterstattung und viel Spaß. Wie stehst du, Anton? Was spielst du? Was hältst du vom Summer Cup? Das ist ganz in Ordnung. Also, ja, ich bin etwas angepisst, weil ich halt die Was geht bei dir? Spitze Summer Cup. Ey, welche Runde ist das? Welche Runde ist das? Wie steht ihr so? Schlecht. 2-1. Schlecht. Brick zu Brick. Was so? Nein. Was spielst du? Necros. Necros. Wir haben hier den Judge vom Summer Cup heute. Wie läuft es hier bisher so? Ganz gut. Die meisten Leute haben gar nicht so viel Lust zu spielen. Ja, heute erster Wiesentag, ja. Wie viele Spiele haben wir so? 18. 18, okay. Also wir hatten erstmal 19 und dann sind die ersten Leute gefallen und dazu gekommen. Was für Decks werden gespielt? Richtig. Weißt du, was so für Decks gespielt werden? Ich glaube, wir haben 7 Necros und 4 Satella. Und dann waren ja, noch ein Mittel, wie es sonst noch so ungefähr sowas. Okay. Ja, auf seiner. Wie viele Runden gibt es heute? 5. Und das ist die 4. jetzt, oder? Ja. Ja, passt ja. Was hältst du vom Summer Cup und von der Idee und sowas? Die Idee ist gut, aber ich persönlich mache halt nie mit, deswegen weiß ich nicht genau, wie leicht oder schwer es ist, sich dafür zu qualifizieren für das Finale. Weißt du, was die Preise sind? Sind gar nicht. Ich wurde ja auch nur zufällig jetzt heute ausgewählt, weil die anderen nicht da waren, die sonst wirtschaften. Alles klar. Wird schon reichen. Ja, schon. Was hältst du vom Summer Cup? Ich finde es eine gute Möglichkeit, mal alles durchzutesten. Die Preise sind auch sehr gut. Finde ich eigentlich sehr gut, dass er das gemacht. Auch mal schon für Einsteiger mehr zu sehen, so wie das ablaufen würde bei einem richtigen Turnier. Also bei einem größeren Turnier. Ich glaube, finde ich eigentlich super, dass sie das machen. Profs an, von David.
Oida. Mit was hast du dich qualifiziert? Ich habe mich mit Kosovo qualifiziert. Was gibt's überhaupt zu gewinnen, weißt du's? Was weißt du? Was gibt's überhaupt zu gewinnen? Also der erste Platz kriegt eine Ghost Dog. Okay. Der zweite Platz kriegt ein Eccentric Archie. Und der dritte Platz ein Galaxy Zeichner. Ja, nochmal, weil eigentlich sehr richtig starke Preise. Im Wert von über 60 Euro eigentlich. Das Phantom, was machst, bin ich sehr überrascht. Eigentlich gut. Sehr gut. Wirklich. Auf jeden Fall nächstes Jahr werde ich wieder dabei sein. Werde mich auch besser darauf vorbereiten. Und ich kann jeden einfach empfehlen, nur zu machen. Ja? Ich meine, im Endeffekt ist schadet nichts. Man macht nochmal beim Turnier mit und wenn es gut läuft, kann man quasi noch die Quali abschauen. Das Summer Cup, das Finale ist sogar umsonst. Ja, also man zahlt nichts und kann im besten Fall noch eine echte Eurokarte kriegen. Ich meine, besser geht eigentlich gar nicht. Das wollen wir uns natürlich mal wünschen. Auf jeden Fall. Okay, wir schreiten zur Siegerehrung vor dem Holiday Cup Finale. Rocken das weg, dann gehen wir ganz geschmeidig zu denen, die erst von Löser Zahl wegkriegen, weil sie mit den Top 18 Spielen wir doch schon Top 18. Nein, aber zu den Top 8 gehören. So, heißt, Platz 17, Battlekost. Ich nehme es mit. 16, Lukas Bart. Ja, Mann, Lukas. 15, Anton und Kai. Anton! Anton und Kai. Woo! Ja, ich bin gerade schlecht. 14, Daniel Kiefer. Verkäufer Markus irgendwas. Markus heißt er. Okay. Timo Leiner! Und erster Platz, Münchens bester Spieler des Sommers. Lorenzo Roma! Denkst du an, Müll wieder auf die Decke.